Antasten, sich aneinander gewöhnen, zum Team wachsen, das ist das Ziel bei Jordan. Seit Saisonbeginn ist Honda mit im Boot und einer ist darüber besonders glücklich. Erstmal freue ich mich riesig, dass ich wieder mit den Honda-Leuten zusammenarbeiten kann. Es ist ein sehr innovatives Team und sehr professionell. Mich fasziniert ganz einfach die japanische Arbeitsweise. Jordan hat lange gekämpft, bis endlich Honda Werkspower unter seiner Haube aufholte. Rock'n'Roll Eddie und die stets ernst wirkenden Japaner, wie passt das zusammen? Ich persönlich habe in der Vergangenheit eine lange Beziehung zu den Japanern aufgebaut. Ich genieße nicht nur das japanische Essen, sondern auch die Kultur. Lassen Sie sich nicht von dem täuschen, was Sie in den Gesichtern sehen. Die Honda-Jungs sind echt coole Typen und die Beziehung zwischen Jordan und Honda, sie wächst jeden Tag, sie wird immer stärker und das freut mich natürlich sehr. Europäische Leidenschaft, japanischer Scharfsinn, die Erfolgsformel. Die Japaner setzen vor allem auf jugendliche Frische. Einer der entscheidenden Faktoren in unserem Formel-1-Engagement ist, dass wir auf junge Ingenieure setzen, die sich mit diesem hochanspruchsvollen Job und den verschiedenen Kulturen in diesem Team auseinandersetzen. Das ist interessant und vor allem natürlich aufregend. Hand in Hand zurück an die Spitze. Honda liefert mit dem RA001E einen Top-Motor. Kleiner, leichter und schneller als der Mugen im Vorjahr. Die Europäer um Eddie Jordan haben wieder Mut gefasst. Erfolgsaussichten. Das ist eine gute Kombination. Ich würde sagen, dass die Japaner halt ein sehr diszipliniertes Arbeitsverhältnis haben und sehr schematisch vorgehen. Sehr logisch natürlich. Wir sind auf der anderen Seite auch sehr ein professionelles Team. Natürlich das Image von Eddie Jordan übertönt natürlich das eigentliche Image des Teams. Ja. Auch wenn sich der ganz große Erfolg bislang nicht eingestellt hat, das Zweigespann Jordan Honda hat das Zeug zu mehr. Japaner und Europäer werden zusammenwachsen, aber es wird Zeit brauchen, bis Jordan wieder jubeln kann.